DACH Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Islamisten gefährden in Deutschland die öffentliche Sicherheit. Der Verfassungsschutz warnt vor Anschlägen. Die Extremisten nutzen den Nahostkonflikt für ihre Propaganda und werben für ihre Sache auf Demonstrationen und in den sozialen Medien. Das Bundeskriminalamt, BKA, stuft derzeit 487 Islamisten als Gefährder ein. Von diesen seien 90 in Deutschland inhaftiert, 216 auf freiem Fuß und 181 im Ausland. Indem ein politischer Wille entsteht, den Kampf gegen Islamismus ernst zu machen, diesen Wettbewerb des Extremismus und dass der Rechtsradikalismus stärker, gefährlicher als andere Formen von Extremisten, bringt uns nicht weiter. Wir müssen alle diese Extremisten ernst nehmen und Islamismus ist eine echte Bedrohung. Der 7. Oktober und die Auswirkungen hier in Europa haben in aller Deutlichkeit gezeigt, dass es ernstzunehmendes Problem ist. Extremisten bedrohen das Fundament jeglichen Zusammenlebens. Wer davor die Augen verschließt oder auch nur gleichgültig zusieht, macht sich mitschuldig am Verlust unserer politischen Freiheit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.